Aber jetzt erstmal zu den Studenten. Wir in Berlin haben für jede soziale Gruppe ein Bündnis und wir sind gemeinsam bei diesem Problem. Deswegen ein Redebeitrag von Studis gegen hohe Mieten. Ja, hallo zusammen. In ein paar Tagen beginnt an den Berliner Hochschulen das Wintersemester. Der Ansturm auf die Plätze in Studiwohnheimen und WG-Zimmern der Stadt ist gigantisch und vielleicht sogar größer als bisher. Wir Studis werden auf dem Wohnungsmarkt eher noch hofiert im Vergleich zu vielen anderen Menschen in der Stadt. Hattet ihr bei vielen Inseraten für Wohnungen in Neukölln noch vor einigen Jahren öfter den Hinweis, dass gerne auch ein Kostenübernahmeschein vom Amt akzeptiert wird, so verbitten sich heute nicht wenige VermieterInnen, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen sich auf eine Wohnung bewerben. Zugleich schreiben sie groß, dass die Wohnungen WG geeignet sind. Welch Wunder! Schließlich tun sich viele Studierende damit leichter, die Miete aufzubringen, als eine Familie mit Kindern. Und vielleicht wertet der studentische Charme ja auch den Kiez auf. Verzweifelt Wohnungen suchende Studis haben die ehrenvolle Aufgabe, die erste Welle der Gentrification durch die Viertel zu schwemmen. Wir wollen da nicht mehr mitspielen. Dazu müsste sich die Hochschulstadt Berlin auch der Aufgabe stellen, sinnvollen Wohnraum und Studiwohnheime in Hochschulnähe zu erhalten und zu schaffen. Fakt ist jedoch, dass das Land Berlin sich nicht nur aus der Finanzierung des sogenannten sozialen Wohnungsbaus zurückgezogen hat, sondern auch kein Geld für neue Wohnheime bereitstellt. Wartezeiten für Plätze in den bestehenden Anlagen werden bei steigenden Studierendenzahlen immer länger und länger. Nun drängen sich auch noch private Anbieter von Studiwohnheimen auf den Markt. So entstehen im Plenterwald gerade Siedlungen aus ausgemusterten Containern. In Schöneweide wird ein ehemaliges Industriegebäude zum Wohnheim werden. Die Miete liegt dort mit bis zu 15 Euro pro Quadratmeter doppelt so hoch wie der Mietspiegelwert der Umgebung. Das Nichtstun des Berliner Senats sowie die Entwicklung, dass immer mehr private Wohnheimbetreiber auf den Markt drängen und mit vollkommen überhöhten Mieten versuchen, aus der Wohnungsnot der Studierenden Kapital zu schlagen und dabei auch noch den Mietspiegel in die Höhe treiben, finden wir extrem zum Kotzen. Daher demonstrieren wir heute mit euch, sowie Anfang November, mit Aktionstagen an den Hochschulen. Berlin ist für alle da. Keine Profite mit der Miete. Wir bleiben alle und wir werden noch mehr.